Und jetzt geht es nach Belgien, ins Zentrum der Flachsindustrie. Lein, auch Flachs genannt, wurde bereits in der Antike von den Altägyptern, den Griechen und den Römern angebaut. Leinengewebe wurde von Pharaonen wie von Urchristen getragen. Flachs begleitete weiterhin die Entwicklung der Zivilisation vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Kaum eine andere Kulturpflanze lässt sich so vielfältig nutzen. Linum usitatissimum, der überaus nützliche Lein, so die lateinische Bezeichnung. Sie weist darauf hin, dass die Pflanze zu fast allem zu gebrauchen ist. Der lange Fasel wird gebraucht. Aus den langen Fasern wird vor allem Stoff hergestellt. Der Leinsamen wird zum Säen gebraucht. Belgien ist der weltweit größte Produzent von Saatgut. Was nicht benutzt wird als Saatgut, wird Lebensmittel oder Tierfutter. Oder geht in die Ölfabriken für die Produktion von Leinöl. Viel Aufwand ist nötig, um an die kleinen, glänzenden Samen zu kommen, die mehr als 40% Öl enthalten. Nicht nur in Belgien, auch in Deutschland erlebt das Speiseöl eine Renaissance. Produziert wird es traditionell im Spreewald, einer Region südlich von Berlin. Wie verbreitet dieses Nahrungsmittel war, zeigt auch der alte Spruch: Was macht den Spreewälder stark? Leinöl mit Quark. Auf ihren Kähnen brachten die Händler früher ihre Ware bis nach Berlin. Leinöl kann nicht lange gelagert werden. Ständiger Nachschub war gefragt. In dieser alten Ölmühle werden pro Arbeitsgang 10 Kilo Saatgut, das aus Belgien stammt, vermahlen. Der Leinsamen wird geschrotet und mit warmem Wasser gemischt. Für die sogenannte Warmpresse wird der Herd mit Buchenholz befeuert. In schweren eisernen Pfannen wird das Flachsschrot geröstet, damit sich die Bitterstoffe verflüchtigen. Dann gibt man die geröstete Masse in die Presspfannen. Das Öl wird mit hohem hydraulischen Druck herausgepresst. 2 bis 3 Liter gewinnt man aus 10 Kilo Saatgut. Übrig bleibt der sogenannte Leinkuchen. Auch er findet Verwendung. Als proteinhaltiges Tierfutter, beim Brotbacken oder in der Kosmetik. Mit dem Leinkuchenmehl kann man auch noch weitere Sachen machen, indem man es für kosmetische Zwecke anwendet, für die Gesichtsmaske. Das glättet die Haut, entspannt die Haut und ist sehr gut, dass die Falten nicht tiefer werden. Nehmen Sie es auch? Nee, nehme ich nicht. Ich esse Leinöl. Man sagt immer, Schönheit kommt auch von innen.